So, vorgestern haben wir noch darüber geredet. Kann es wirklich sein? Kann es wirklich sein, dass für so einen Fußballtransfer diese irre Millionenzahl zusammenkommt? Und jetzt? Ja, 222 Millionen und mehr dazu hat jetzt Annika im Sport. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Stopp. Also der Wechsel ist quasi fix, damit habt ihr recht, von Neymar, von Barca zu PSG. Aber wenn man diese Summe, die ist es ja nicht mehr zu greifen, ne? Also haben die Kollegen der ARD mal ausgerechnet, wenn man dann 1-Euro-Münzen aufeinander stapelt, um zu dieser Menge zu kommen, dann sind das tatsächlich über 517 Kilometer an Höhe. Satelliten hoch. Sozusagen. Satelliten hoch. Wir reden gleich nochmal drüber. Jetzt der Sport. Ja, der FC Bayern muss langsam aufwachen. 5 von 6 Tests gingen verloren. Der Rekordmeister hat seine Saisonvorbereitung bislang ordentlich in den Sand gesetzt. Spätestens am Samstag sollte das anders aussehen, wenn mit dem Supercup gegen den BVB der erste Titel vergeben wird. Findet Mats Hummels und fanden auch die Fans gestern, als die Bayern Letzter bei ihrem Heimturnier wurden. Und dabei wird aber James Rodriguez ausfallen. Schlimmer noch, der Neuzugang wird wochenlang fehlen und auch den Bundesliga-Start gegen Leverkusen verpassen. Er hatte sich gegen Liverpool eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das Vorbereitungsturnier in München hatte übrigens Atletico Madrid nach einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen Liverpool gewonnen. Bei der Beach-WM in Wien stehen die beiden deutschen Top-Teams im Achtelfinale. Die Weltranglistenzweiten Chantal Laboureur und Julia Sude setzten sich souverän im innerdeutschen Duell gegen Glenske und Grossner durch und bleiben weiter ohne Satzverlust bei diesem Turnier. Und auch die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind weiter, hatten aber anfangs noch ein bisschen Mühe. Schönen guten Morgen Ihnen an diesem Donnerstag. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Guten Morgen. An diesem Donnerstag nach dem Mittwoch-Dieseltag. Das ist natürlich bei uns das ganz, ganz große Thema. Das Riesentamtam und das so kleine Ergebnis dieses Gipfels. Aber das schauen wir jetzt gleich drauf. Die Themen. Annika. Wird jetzt stattfinden, die 222 Millionen Ablöse wird es tatsächlich geben. Und ganz interessant, gestern hat sich Freiburgs Trainer Christian Streich dazu geäußert, der bekannt dafür ist, auch mal über den Tellerrand zu schauen bei solchen Themen. Hören wir uns mal an. Und ich glaube, das denken wirklich auch viele Fans gerade. Das ist nicht mehr fassbar, diese Summen. Und da sollte man sich vielleicht auch mal fragen, wie weit der Fußball sich da wirklich einen Gefallen tut. So. Das ist schon eine absurde Summe, 222 Millionen. Die letzte große Ablöse war, glaube ich, nur die Hälfte, ne? 100 Millionen. 105, so, ne? Ja, genau. Also das sind Dimensionen, die schon länger jeglicher. Na gut, aber irgendwie jemand wird ein gutes Geschäft damit machen. Und genau, irgendwie muss es sich lohnen für irgendwem, sonst wäre es ja so nicht. Ne? Und dann geht das Ganze jetzt weiter. Dadurch, dass jetzt so viel Ablöse jetzt da ist, hat dann Barca wiederum total viel Geld, um jetzt dann wiederum ganz teure Spieler zu kaufen. Und damit geht es immer weiter. Krasse Sache. So, wir schauen jetzt erstmal zu den Nachrichten. Richtig krass. Und das mit Carsten Rüger. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich wechsle nicht, ich bleibe bei diesem Verein. Dankeschön. Also, sportliche Grüße. Ach, wir werden ihn vermissen. Ja, und jetzt geht es um einen, der weit entfernt ist vom Ruhestand. Ne? Es geht vor allen Dingen um die Kohle, die damit verbunden ist. Annika. Ja, so schön hinter dir ist er zu sehen. Fußballspieler Neymar wird eine Ablöse von saftigen 222 Millionen Euro kosten. Das ist mittlerweile klar. Und man sagt immer, oh, das ist ja viel mehr als alles andere. Deswegen habe ich mal eine Grafik mitgebracht, die wir schön sehen können. Und zwar, es ist ja wirklich mehr als das Doppelte von der bisherigen Ablöse, die hat Paul Pogba letztes Jahr geschafft. Und auch dann wird es immer, wenn wir zum Beispiel Cristiano Ronaldo schauen, das Ganze ist schon 8 Jahre her. Das heißt, wirklich, ja, das ist ein neuer Ausmaß. Die jetzt dieses Jahr dazugekommen sind. Mal gespannt, wie lange diese neue Rekordsumme hält. So, und dazu jetzt auch mehr im Sport. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit dem Sport und Annika. Und der Frage, was ist bloß mit den Bayern los? Ja, es läuft noch nicht so ganz. Sehen Sie jetzt. Einen schönen guten Morgen am Tag nach dem großen Dieselgipfel. Aber was ist eigentlich da rausgekommen? Software-Updates wollen die Autokonzerne übernehmen, mehr aber auch nicht wirklich. Das ist eines unserer Themen in der nächsten Halbzeit. Genau, und außerdem haben wir das noch für Sie heute. Wahnsinn, kann man wohl sagen. Annika, höher, schneller, weiter, auch bei den Ablösesummen, oder? 222 Millionen Euro, das ist mehr als das Doppelte, als es jeweils war. Das ist unfassbar. Die ARD hat da ein lustiges Rechenspiel gemacht, um diese Summe irgendwie greifbar zu machen. Wenn man das Ganze in 1-Euro-Münzen stapeln würde, dann käme man auf 517 Kilometer. Also, okay. Unerreichbare Höhen auf jeden Fall. Und die Entfernung nach Mainz, oder? Das stimmt, damit kommt man, glaube ich, fast zu Carsten Rüger. Das kann gut sein, ja. Schönen guten Morgen, Carsten. Ich habe das Portemonnaie jetzt nicht hier, aber wir könnten das ja mal probieren mit einzelnen Euro-München, Annika. Ne? Genau. Wunderbar. Also,
Grüße nach Berlin. Und er läuft und läuft und läuft und damit sind wir beim Sport. Und einem Jahrhunderttransfer. Mal wieder ein paar Superlative im Fußball. Völlig richtig, 222 Millionen, das ist eine Rekordablöse. Die Rede ist von Neymar, das ist jetzt unser Top-Thema. Und wir haben schon gerade St. Pauli gesehen, da bei dem Toaster drauf. Und wir bleiben beim Sport. Genau, und gucken auf die Bayern. Und da läuft es nicht so richtig, Annika, oder? Völlig richtig, Andreas. Mehr noch, die Form ist noch so gar nicht da. Und gestern gab es die nächste deftige Testspielniederlage. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kurz vor 8. Mit so viel Spannung wurde dieser Gipfel erwartet. Jetzt am Tag danach steht fest, wirklich viel Druck wurde auf die Autokonzerne von der Politik nicht ausgeübt. Software-Updates, ja. Technische Umrüstung dann doch eher nicht. Wir sprechen gleich darüber. Genau, mit Matthias Machnig, dem Wirtschaftsstaatssekretär der Bundesregierung, der gestern dabei war beim Dieselgipfel, gleich bei uns im Top-Thema. Immer. Ja, 222 Millionen Euro Ablösesumme für Neymar. Das ist doch verrückt. Gibt es überhaupt noch Grenzen, Annika? Das kann man sich mittlerweile fragen, der Jahrhunderttransfer. Man hat es ja auch vorher schon gedacht. Pogba hatte 105 Millionen. Das war auch schon das Größte bislang. Und nur ein Jahr später wurde es nochmal ums Doppelte erhöht. Um sich das überhaupt mal vorzustellen, solche Summen, die sind ja nicht mehr vorstellbar. Gibt es ganz nette Zahlen im Internet. Wenn man 1-Euro-Münzen an diesem Wert übereinander stapeln würde, käme man auf 517 Kilometer. Das finde ich. Und zufälligerweise ist das ungefähr die Distanz von Berlin nach Mainz. Nach Mainz. Und dort sitzt Carsten Rüger mit den heutigen Nachrichten. Guten Morgen, Carsten. Andreas, ich glaube, da sind noch so 2-3 Kilometer mehr. Also ein paar die Münzen. Nehmen wir auch noch drauf. Die 10 Millionen. Alles klar. Mach mal. Also, ja, von Ruhestand ist einer völlig weit entfernt, stimmt. Annika, das ist Neymar. Genau, nämlich mit seiner Rekordablöse von 222 Millionen Euro.